Schönen guten Abend, ihr Blutsauger, und herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir sind wieder auf unserer Farm unterwegs und wir haben den ersten Juice. I'd like to buy a pumpkin from you, my daughter. Okay, Caroline möchte ein Pumpkin. Das kriegen wir nämlich hin. So. Herzlich willkommen zurück zu Stardew Valley. Der Part ist ein klein bisschen trauriger. Nein, kann man vielleicht so gar nicht sehen. Aber ich möchte ankündigen, dass sehr, sehr wahrscheinlich morgen wieder kein Part kommen wird. Aber ich kann euch auch erklären, warum. Wir haben unsere neue Wohnung bekommen und Samstags ist der einzige Tag, wo ich wirklich, in Anführungsstrichen, sag ich mal, frei habe. Und ich meine Stardew Valley Parts momentan immer sehr aktuell aufnehmen. Am selben Tag. Jetzt haben wir übrigens gerade 15 Uhr und der Part kommt um 20 Uhr. Das heißt, den kriegt ihr heute auch wieder frisch auf die Backe. Und ich möchte morgen die Zeit nutzen, um viel, viel schaffen zu können. Weil wir hatten jetzt letzte Woche schon am Büro gearbeitet, sind noch nicht fertig und jetzt dann nochmal. Und ich möchte es abschließen können. Deswegen hoffe ich, dass ihr das verstehen könnt. Und ja, danach geht es weiter mit Stardew Valley. Wir haben jetzt hier so ein bisschen wieder geerntet, sind ja wieder viele Sachen fertig geworden. Die Pumpkin-Quest müsste ich eigentlich ohne Probleme hinkriegen können. Da sehe ich gar kein Problem. Wir müssen nur Caroline finden. Caroline. Und dann hätten wir das. So, hier gießen wir natürlich auch nochmal eben alles. Dann holen wir uns noch die Tierchen. Der geheime Händler ist da. Ich hoffe, der hat auch was Feines für uns parat. Und zack, hier nochmal gießen. Dann geht's auch schon weiter. So, wir haben hier ein Bierchen. Oh, ich habe ein Problem. Und zwar, die Zeit läuft. Das ist richtig. Aber ich kriege mein Inventar nicht auf. Jetzt, wow, das war mega verbuggt gerade. Kann ich denn das Gebräu irgendwo gebrauchen? Das Bierchen. Wine. Bei Rasmodin. So, erstmal hier zu meinen Kühen gehen. Schönen guten Tag. Dann anzapfen. Die geben jetzt auch immer Large Milk, also da haben wir ja schon gewonnen. So, hier nehmen wir einmal kurz Platz machen, bitte. Zack, zack. Large Milk. So. Ihr könnt rauskommen. Stall ist offen. Tut euch keinen Zwang an. Einmal oben zum Hündchen. Auch da kurz Hallo gesagt. Wasser eingegossen. Tür auf. Hallo, der Sachse, der ist schon richtig frisch. Ja? Die sind alle happy. So, alle Hühner versorgt. Viermal Heu. So, jetzt müssen wir es natürlich noch platzieren. Haben wir ein Large Egg? Alter, wir haben nur Large Eggs. Wow. Wie gesagt, da fehlen auf jeden Fall die Maschinen. Lass mich bitte durch. Oh. Tür ist auf, könnt aber rauskommen. Das wird verkauft. Auch das wird mal verkauft. Hier, oh, Quality. Ja, ja. Alles mal weg. Komm, kommt weg. Kommt weg. Kann ich hier ein Ei reinschmeißen? Ein Pumpkin will ich nicht reinschmeißen, weil den mag ja unsere. Das schmeißen wir da rein. Und da machen wir noch so einen fertig, ne, würde ich sagen. Mag ja unsere Abigail. So, die beiden sind, glaube ich, auch noch nicht gegossen. Ja, perfekt. Also gewusst. So, wir haben jetzt immer noch hier 9 Large Eggs. Könnte ich theoretisch, verkaufe ich die. So, bis auf 3. Es ist halt Quatsch. Ich brauche mehr Mayonnaise-Maschinen, damit das Sinn macht. Ansonsten bringt mir das halt einfach nichts. Ich müsste da einmal jetzt, wenn wir nochmal zumachen, gleich nochmal rein. Ich kann zweimal Mayonnaise daraus machen aus einer Maschine. Es ist nichts, nichts, nichts. Da fliegen die Vögel. Einer von euch hat mir einen tollen Kommentar geschrieben. Den wollte ich noch lesen. Ich habe nur den Kleinen an der Glocke gesehen. Hab's danach aber vergessen. Das muss ich noch schauen. So, jetzt muss ich hier mal schauen. Das Bild ist Quatsch, ja. Aber wir haben hier Bier,
Pike, Salmon Berries, vielleicht irgendwas davon. Wir schauen hier durch, der braucht Wine. Weiter geht's, hier waren wir schon, der Fischtank. Pike. Tiger. Eel. Nix bei, wie es aussieht. Warum verkaufst du mir das dann? Ist ja nur Kacke bei. Jetzt suchen wir mal die gute Caroline. Caroline sieht nochmal wie aus. Einer der wenigen Charaktere. What? Wer zur Hölle ist Caroline? So, wir haben, ja, klar, die Quest ist easy, Pepper, okay. So. Okay, den kann man nicht abbauen. Die schöne Musik. Okay, alles klar, Leute, ich bin nur da. Gott, und die Welt kommt aus der Stadt raus. Gucken wir mal, ob Abigail zu Hause ist. Da steht er doch. Oh, ich kann dir nichts mehr schenken, aber ich kann mit dir reden. Ich möchte, dass die Saison ein bisschen länger hält. So, eine Caroline. Wir suchen eine Caroline. Caroline, arbeiten Sie hier? Hier wohnt Harway. Das ist er. Auf die Map. Evelyn, Alex, Emily und Haley, Kent, Caroline, Pierre Caroline. Moment, bist du Caroline? Du bist Jody. Das heißt, es ist die Mutter. Das Muttchen. Klar, dass sie auch Kürbisse mag. Wie unerwartet. Haben wir es abgeschlossen. 500 Gold für einen Kürbis. Kann man mit leben. Er ist zweimal da. Angriff der Klonkriege. 38.000. Stimmt, das machen wir. Und wie gesagt, ich hoffe, ihr könnt mich verstehen, dass ich die Zeit nutzen möchte, halt auch was zu schaffen. Soll nicht sein, dass das Projekt abgebrochen wird oder sonstiges Quatsch, das machen wir weiter. Aber ich denke, einmal Pause, auch immer ganz wichtig, weil es soll ja auch immer lustig sein. Die Parts sollen ja auch schön werden. So, 5.000. Für 5.000 bekommen wir Quality Fertilizer und für 25.000 bekommen wir den Crystallarium. Der verdoppelt Materialien, also zum Beispiel auch Diamanten. Könnte ich einen Diamanten reinschmeißen, kriege ich mit der Zeit 2. Das ist ziemlich nice. Ja, die Palermos hier, die helfen und bauen den Tresor wieder auf. Und heute Nacht reparieren sie den Bus. So, jetzt bringen sie das da hin und dann haben wir schon das dritte Sternchen. So, jetzt haben wir den Crystallarium. Damit können wir Erze verdoppeln. Jetzt müssen wir natürlich nur mal irgendwann mal wieder ein Dia finden. Oder irgendwas, was Abigail mag. Laufen wir mal oben in die Mine und gucken einfach mal random auf eine Ebene. Ebene 65. Sehr diamantenreich. Ich weiß gar nicht, ob Diamanten überhaupt im Eis gefunden wurden oder danach. Ich muss auch noch Bats und die Digger, die finden wir ja weiter oben. Aber Skelette muss ich noch finden. Ich muss Skelette finden. Hey. Skelette waren in dieser Burgebene.
Habt ihr gesehen, was da geheilt wurde? Er hier. Hehe. Wann kam diese Burgebene? War die dazwischen, zwischen Eis und Feuer? Der Feuerball prallt von der Wand ab, das ist ja interessant. Aber wir haben heute echt Glück mit dem Ebenen und auch mit Gold. Aber wir sind gerade ja nicht auf der Suche nach Gold, das ist ja das, was ein bisschen stört. Ich weiß auch gar nicht, auf welcher Ebene ich wirklich mal Diamanten gefunden habe. Das ist die Burgebene. Ne, ich glaube, hier war das nicht. Hier gibt es ja sogar noch Eisen. Den großen Stein nehme ich immer gerne auseinander. Aber hier sind die Skelette. Und da unten haben wir auf jeden Fall Aquamarin. Glaube ich. Oder? Doch, das ist Aquamarin. Ja, Skelette töten wir auch an sich nicht so viele. Eine Frozen Geode. Noch eine Frozen Geode, glaube ich. Da sollen die Fledermäuse erstmal rankommen. Von euch brauche ich ja auch insgesamt noch 50, glaube ich. Amethyst war's. Das, was Abigail mochte, sind Amethysten. Auf die Ebene muss ich öfter. Hier sind viele Skelette. Ich weiß gar nicht, wie viele ich brauche. Aber ich glaube, man kann eine Message bekommen. So, hier ist nichts mehr. Ganz ohne sind die ja nicht. Aber es war auf jeden Fall eine ganze Menge. Oh, jetzt muss ich noch rum. Ja, guck mal hier. Heute ist aber auch leider Glück. Alles klar. Das war schon mal gut. Ich könnte Bomben kaufen, aber jetzt brauche ich erstmal Geld. Muss ein bisschen sparen. So, den stelle ich hier hin. Jetzt nehmen wir einen Amethysten, schmeißen den da rein und jetzt arbeitet das. Und irgendwann kriege ich einen da raus. Der arbeitet dann weiter und gibt mir halt wieder 9. So, ein paar Sachen haben wir jetzt erstmal verkauft. Quality-Dingens hier. Dann Steine und Holz waren ja hier. Der Slime war da. Kohle war hier. Eisenerz. Jetzt wieder kurz hier hingehen. Das weg. Das brechen wir auf. Ja, das bringen wir auf. Das mal weg, das mal weg. Das behalten wir. Den Quality können wir gebrauchen. Hier ist noch ein Mais. Die Hühner sind drin. Die Kühe sind drin. Den Mais schmeißen wir noch da rein. Bin gespannt, was es jetzt nochmal gibt. Und ansonsten hoffe ich, ihr habt einen schönen Abend. Ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende. Und wir sehen uns spätestens, ich denke mal, Sonntag oder Montag wieder. Habt einen schönen Abend. Bis dahin, macht's gut und ciao.